Hi. Hey. Ja. Willst du einen Wein mit mir trinken? Ich wollte nur kurz Danke sagen für heute und dann gehe ich auch wieder rüber. Hast du im letzten Film genauso gespielt? Gespielt? Wieso gespielt? Ja, also ein bisschen überzeugender als jetzt, wo du meinst, dass du mit mir was trinken möchtest, oder? Gut. Ich will mit dir ins Bett. Sei denn, du patzt noch. Patzen? Ja? Das kann alles Mögliche sein. Von der dummen Bemerkung bis hin zur falschen Unterhose. Okay. Und was erwartest du so vom Leben, außer einem Mann natürlich mit der richtigen Unterhose? Naja, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich mich nicht zufrieden gebe, bis ich hab, was ich will. Ja. Dann fühle ich mich so, als hätte ich gar keine Haut. Als wäre überhaupt keine Schutzschicht so zwischen mir und den anderen. Als könnten einfach alle Aggressionen, alle Gedanken, alle Fetzen einfach so auf mich einprasseln. Und ich kann mich überhaupt nicht wehren. Ich kann nicht so richtig die Grenze ziehen. Ich weiß nicht, woher diese Gedanken kommen. Und werde ich zu so einem richtigen, ekligen Monster? Ich fange auf einmal an, Sachen über Leute zu denken, die ich mal gemocht habe. Ich stelle mir vor, wie sie scheitern. Wie sie total versagen. Dass sie Sachen nicht schaffen. Ich werde so eifersüchtig. Das sind ja Gedanken. Das sagt man halt nicht. Man sagt ja nicht einfach, hallo, hier bin ich. Ich habe mir gerade gewünscht, dass du die Treppe runterfällst und stirbst. Blöde Kuh. Man sagt ja, hallo, wie geht's dir? Schönes Kleid. Aber so fühle ich halt nicht.